Ich bin so ein bisschen voreingenommen von dieser Industrial Craft Energie, weil die ist irgendwie schön, die ist, kann man speichern und tralala. Und diese Minecraft Schulenergie eben nicht, und das nervt ein bisschen. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich brauche einen Zinn. Ein Zinn. Ein einziges Zinn reicht vollkommen aus. War der nicht gerade? Ach nee, Metallkiste, Metallkiste. Hier, ein Zinn. Yay. Yeah. So, und dann, was brauchte ich noch? Habe ich wieder vergessen. Das Zinn kommt. Ah, ja, hat er jetzt hier unten das Inventar und arbeitet oben mit der Kopie. War da nicht noch irgendwie Redstone oder? Ach, ich habe keinen Plan mehr. Ich habe es vorhin erst nachgeguckt. Ja, 6 Redstone. Und die haben wir wahrscheinlich nicht. Nö, wir haben nur 2 Redstone. Oh, klasse. Das heißt, wir müssen es ohne. Ah, nein, warte. Hallo? Ach, ja, okay. Ja, da haben wir das erste Circuit Board. Okay. Das heißt, wir holen uns hinten jetzt nochmal Zinn raus. Redstone. Wobei, haben wir schon wieder Zinn. Schön. Aber Eisen haben wir echt ohne Ende. Ohne Ende. Ach komm schon. Gut, das ist gerade nicht wichtig. Wichtig ist erstmal. Aber falsche Maschine, die hier ist es. Was? Ach, der Motor hinten ist vorhin ein bisschen gelaufen gewesen, deswegen da war noch Restenergie drin. Hat er echt einen ganzen Eimer jetzt gefressen? Boah. Verscheißert mich doch. Wo ist das eigentlich das? Ah, das ist zum Kisten entpacken. Die kann man jetzt ja auch nicht mehr einfach so öffnen. Ay. So, dann holen wir mal das schlaue Füchlein wieder. Ach, komm schon. Na, komm. Müssen wir jetzt jetzt so. Turbary ist da. Okay, die Zinnelektroden haben wir da. 1, 2, 3. Dann das Ding da. Dann die Sturdy Machine. Und was braucht man noch? Das Glas. Metallkiste. So. Bin ich genervt? Ich glaube schon. Bin ich tierisch angepisst? Dann würde ich auch zustimmen. Würde ich am liebsten alles in die Ecke schmeißen, einfach saufen gehen? Sehr wahrscheinlich. Tu ich's? Nein. Was warte ich jetzt eigentlich? Aufs Glas. Ja, da. Reicht. So. Nerv. Einen Turbary. Und jetzt brauchen wir noch einen Peatbock. Peatbock. Der braucht natürlich die Copper und noch ein Small Circuit. Gedöns. Ah, herrlich. Wo schicke ich jetzt eigentlich die dummen Dinger hin? Einfach mal hier rein. Keine Zeit dafür jetzt. Ja, schick mal damit drauf. Na komm schon. Wozu schmelze ich das Zinn jetzt ein? Ach ja, für da oben. Oh Gott, bin ich vergesslich. Macht ja so viel Spaß.
ausschalten. Eieieiei. So, wo haben wir jetzt? Hier waren wir da. Und das Glas fehlt noch. Glas haben wir hier. Können wir nochmal den Sand nachkippen. Naja, der immer noch nicht ganz drauf passt. So, Glas. Oh, Nerv. Jetzt endlich haben wir die zwei Teile, was ich eigentlich ruckzuck bauen wollte, auf die Schnelle. Boah, ein Umweg. Der da, ja, ist der richtige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Perfekt. So, geht der dahin und dann brauchen wir. Klemme ich da jetzt entweder zwei weitere Motoren dran oder regle ich sowas Kraftwerk? Ha. Jetzt habe ich den in der Tasche einstecken. Nehmen wir erstmal den Motor mit. Holzkohle haben wir noch irgendwo rumliegen, soweit ich weiß. Ja, ordentlich. Und dann lassen wir erstmal das Torfeld aufbauen von dem Tubery. 1, 2, 3, 4, 5. Wieso 5? Ganz einfach, wenn wir hier nachfüllen. Und ich habe keine Redstone-Fackel mitgenommen. Oh, voll Idiot. Haha, ich hab welche. Und hier wird das Wasser wieder einfrieren. Ach, komm schon. Und das hier machen wir jetzt auch mal. Nein, das lassen wir offen. Lass mal es offen. Sieht schöner aus. Oh, so. Oh, schlafen legen. Oh Gott. Ja, und ich brauche noch 2 Stunden, um die Aufnahmesession fertig zu kriegen. Oh Gott. Und es läuft so scheiße. Es läuft einfach so scheiße. Energie haben wir auch schon wieder gleich keine mehr. Aber wir haben drüben inzwischen Lava. Das heißt, ich könnte mit Eimern drüber gehen und aus den Tanks rausschöpfen, ohne das Geothermalkraftwerk fertig bauen. Oh, dann bräuchte ich eine ganze Menge Transformatoren. Haben wir dafür jetzt genügend Kupfer? Ich glaube schon. Ich habe. Werden wir gleich sehen. So, das war das. Legen wir das wieder an. Ich krieg da eigentlich Holz. Ich hab keinen Plan, wieso. 1, 2, 3, 1. Metallkiste hier. La la la. Haben wir noch. Ja, Kabel sind hier noch mehr als genügend drin. Oh, erstmal. Ach. Aha. Nein, nicht so da. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, oder auch nicht. Habe ich denn noch gerade Kabel hier reingeschickt? Auch ja, okay. Die sollten dann wohl reichen. Wird. Oh, nee. Du kommst bloß wieder hochgeschlichen und willst mich überraschen. Aber nicht mit mir, Freundchen. Heute nicht. Haben wir die eigentlich inzwischen schon angeschlossen? Nein, haben wir auch nicht. Wieso auch? Wozu? Brauchen wir ja nicht. Die Viecher unten gehen mir auch im Sack. 1, 2, 3, 4. Und wir haben ja gelernt, Kupferkabel verlieren ab dem 5. Block jeweils ein EU. Also eine Electronical Unit. Ah, so. Wie schließen wir das Kabel zum sinnvollsten an? 1, 2, 3, 4. Ah,
2, 3, 4. Eins. Nein, nicht da. Zwei. Drei. Uah, Kaktus. Jetzt muss ich die Dinger wegreißen. Ah, egal. Sind seit weg. Vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Ich gehe jetzt das sauber hin. Am besten so. Manchmal habe ich doch ein paar geniale Einfälle. Wieso ist da ein Kabel verschwendet? I don't know. So, jetzt muss ich nur irgendwie sinnvoll noch an die Speicherbox rankommen. Am besten von unten. Da müsste noch frei sein oder von hinten oder wie auch immer. Ja, irgendwie von da. Das wäre sinnvoll. 1, 2, 3, 4. Na, komm, flieg hoch. Bauen wir das wieder zu. Wieso fehlt mir jetzt ein Block? Keine Ahnung, weil er runtergefallen ist wahrscheinlich. So, da muss hier noch einer ran. Eins, zwei und dann 3, 4, müsste spätestens hier einer mehr ran. War klar. Dann nehmen wir halt die Wrench und drehen es korrekt hin, wie wir es brauchen. So. Und ja, halt, nein, hier geht's raus. Okay. So. Haben wir das Kraftwerk auch schon mal angeknipselt. So. Ja, das werde ich sogar wieder wegstecken. Die Pipes und Tubes können wir auch wieder wegstecken. Oh, ich habe eine ganze Menge Redstone Engines. Eins, zwei, drei, vier, fünf brauche ich da. Ey. Oh, 5 Redstone Engines. Das brauchen wir noch. Ich habe kein Holz für die. Oh. Erstmal wieder Holz hacken gehen. Narf. Holz hacken macht sehr viel Spaß. Hier mal. Ah, ist noch fast voll. Ah, da können wir uns ein bisschen ordentlich Holz hacken gehen. Oder aber wir hacken so viel Holz, wie wir brauchen, und regen uns dann wieder auf, dass wir kein Holz mehr haben. Ah, wäre auch eine Alternative. Oder wir könnten uns irgendwann demnächst auch mal eine ordentliche Baumplantage bauen. Ah, wir müssten so viel. Wir müssten so viel. So, den Baum da vorne nehmen wir noch mit, der steht da am Weg. Sag mal, steht der Quarry gerade? Ne, der bewegt sich noch. Oh. Panik.